Ja, herzlich willkommen auf gültigestimme.at, meinem persönlichen Videotagebuch. Heute ist der 9. Jänner 2013 und mein Name ist Roland Thüringer. Wie glaube ich, relativ unschwer zu erkennen, ist das Auto nicht fertig und steht noch in der Werkstätte, weil zwei Magnetventile bestellt werden müssen. Das heißt, die letzte Etappe meiner Reise von Lannach nach Hause ist der Fußweg vom Bahnhof. Und die Reise hat um 9 Uhr in der Früh begonnen, bin ich weggegangen vom Hotel und jetzt ist es, weiß nicht, wie spät es ist, muss ich gleich wieder am Handy schauen, jetzt hat er schon wieder das Handy, es ist jetzt 14.42 Uhr, also ich bin doch schon einige Zeit unterwegs. Hab's aber jetzt, eine halbe Stunde habe ich noch zu, ist von da in etwa, dann bin ich zu Hause. Mit dem Auto wäre das ganz wahrscheinlich gegangen in 2,5 Stunden. Ja, vielleicht ein bisschen mehr mit ein bisschen Wischeln, weil ich relativ gerne Blasen habe und oft Lumus, was im öffentlichen Verkehrsmittel auch leichter ist, also im Zug zumindest, weil da gibt es ein WC. In der Straßenbahn ist das nicht so geschmeidig oder in der U-Bahn, aber im Zug geht das eigentlich recht gut. Also ich wäre wahrscheinlich 3 Stunden mit dem Auto unterwegs gewesen. Ja, bin jetzt länger unterwegs, keine Frage. Aber, und das ist, glaube ich, der springende Punkt für mich, ich habe in der Zeit einiges erledigt. Also ich bin zuerst einmal 20 Minuten zu Fuß gegangen zum Bahnhof, habe aber schon Bewegung gemacht. Ja. Im Zug habe ich arbeiten können, habe erstens einmal einen Buch weiterarbeiten können, das ich gemeinsam mit meinen beiden Freunden, dem Rahim und dem Eugen, gerade über Erziehung schreibe, an dem wir gemeinsam arbeiten. Habe viele E-Mails lesen dürfen, die ich gestern und heute im Laufe des Tages erhalten habe. Und ja, jetzt bin ich schon seit einer halben Stunde unterwegs und ich schätze, ich habe noch eine halbe Stunde, bis ich daheim bin. Das heißt, ich bin insgesamt 1 Stunde 20 heute zu Fuß unterwegs gewesen. Das heißt, ich brauche heute eigentlich keinen Sport mehr zu machen, brauche mich ja nicht mehr zum Computer setzen heute und Arbeit erledigen, weil das habe ich alles schon gemacht. Wann jetzt mein Auto unterwegs gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich schon seit längerer Zeit zu Hause, würde jetzt aber nur immer sitzen und das Buch lesen, würde vielleicht dann Sport machen zu Hause, extra eine Runde im Wald spazieren gehen. Der einzig Leidtragende von dieser Aktion ist mein Hund, weil mit dem bin ich heute nicht spazieren gegangen, weil ich alleine spazieren gegangen bin. Vielleicht gehe ich mit ihr noch eine Runde. Also das, was ich so als Verzicht einmal entpuppen sollte, und das ist auch ein Wort, was sehr oft vorkommt in den Mails, die ich in den letzten Tagen erhalten habe, dass es toll ist, wie ich auf was verzichte. Bis jetzt ist es eigentlich ein ziemlich großer Gewinn, die kleine Veränderung der Rahmenbedingungen. Ja. Was noch eine kleine Hürde war, war in Graz am Bahnhof, haben wir kurz auf dem Zug warten müssen, eine halbe Stunde, und da wollte ich mir irgendwo Lebensmittel besorgen. Es ist natürlich auf einem Bahnhof nicht möglich, Lebensmittel zu bekommen, Nahrungsmittel vielleicht schon, Fastfood oder Industriemüll. Habe dann versucht, im Umkreis vom Bahnhof irgendwo ein wirkliches Lebensmittelgeschäft aufzutreiben, ist mir nicht gelungen. Daher habe ich wieder mal deppert, mal was am Bahnhof gekauft, einfach weil ich Hunger gehabt habe, haben wir mit dem Pipa ein paar Nüsse gekauft und ein Wasser. Ich weiß, wäre nicht planmäßig gewesen, aber die ist halt so. Das heißt, leere Proviant schon vorher mitnehmen, die Sachen, die man wirklich, wirklich gerne hat und denen gut tun. Ja. Ja, und das Erste, was ich jetzt mache, wenn ich zu Hause bin, ist natürlich die E-Mail-Adresse abzudrehen und den Account von meinem Computer zu entfernen. Und alle die, die mir bis jetzt geschrieben haben, werden von mir keine schriftliche Antwort erhalten, weil ich ja keine E-Mail mehr habe und nur ganz wenige meine Postanschrift auch hinterlassen haben. Ich werde ganz einfach probieren, auf diesem Videotagebuch auf manche Fragen einzugehen. Haben Sie einen schönen Tag. Ich habe ihn bereits gehabt. Und auch wenn es Tagebuch heißt, heißt das nicht, dass wirklich jeden Tag hier ein Eintrag erfolgt. Also entspannt bleiben, locker sein. Bis demnächst.